Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bastion. Und wir sind ja beim letzten Mal dabei stehen geblieben, dass wir den Splitter suchen. Und Zulf es uns garantiert nicht einfach machen wird. Und das befürchte ich auch sehr. Aber im Moment weiß ich jetzt erstmal nicht, wo wir hier weiter müssen. Au. So, müssen wir da weiter vielleicht? Ich gucke jetzt einfach mal. Ach, guck mal, da steht doch jemand. Ach, das ist doch Zulf, oder ist das nicht Zulf? Ah, da positioniert sich immer auf diesen Positionen. Okay, 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 jetzt habe ich das ganze Prinzip ein bisschen verstanden. Und bam. Und bam. Er wird es also uns definitiv nicht leicht machen, das wurde ja gesagt. Zulf ist das keine persönliche Sache. Ja, wäre ich mir nicht so sicher, mein lieber Zulf. Oh, 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 Hilfe! Ich kann aber auch nicht wegspringen, das ist ziemlich ätzend gerade. Oh, jetzt kommt der liebe Zulf. Und legt sich mit uns an. Komm, wir müssen ihn packen. Wir haben kein Leben mehr. Oh. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh, wir haben ihn, wir haben ihn. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, das war jetzt echt ein bisschen knapp gerade. Da fängt die Folge doch super an, oder? Noch richtig knapp hier mal direkt. Und wir haben... Hauptsache wenigstens wieder volles Leben. Das ist schon mal... recht gut. Was können wir denn hier jetzt machen hier? Lasst Zulf liegen und drückt weiter mit dem Brambock vor. So, Situation ist aussichtslos und lenkt nur ab. Sein Plan, die Ura zu rächen, hat nur noch mehr Leid verursacht. Das Entscheidende ist, dass der Splitter unversehrt zurückgebracht wird. Oder wir nehmen Ulf, Zulf mit dem Brambock. Er gibt den Brambock auf und nimmt stattdessen den angeschlagenen Zulf mit. Aber er atmet, erscheint, seine Landsleute haben sich gegen ihn gewandt, als ihre Situation ausweglos erschien. Er hätte nie beinahe die Bastion zerstört. Dennoch. Oh! Das ist jetzt eine gute Frage. Was sollen wir machen? Also wir stehen jetzt vor der Entscheidung, einmal ihn zurückzulassen. Oder wir stehen vor der Entscheidung, einmal ihn mitzunehmen. Eigentlich beide Situationen oder beide Entscheidungen jetzt eigentlich gar nicht so gut. Aber ich weiß es nicht. Er war ja ein Freund. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Was machen wir? Nehmen wir ihn mit oder lassen wir ihn zurück? Ich tendiere zu, wir nehmen ihn mit. Kommt, wir nehmen ihn mit. Wir lassen niemanden zurück. Das heißt natürlich jetzt, wir haben... keine Möglichkeiten des Kampfes momentan. Ah, wir müssen da hoch. Was natürlich jetzt auch nicht so gut ist, aber... man lernt, wir lassen keine Kameraden zurück. Und ich sehe Zulf als meinen kleinen Kameraden eigentlich. Auch wenn er jetzt ein bisschen in die falsche Richtung abgedriftet ist. Vielleicht war es ja wirklich nur Zufall oder einfach, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach nur irgendwie, keine Ahnung. Wollte er mehr Macht, als er haben konnte. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Kommen wir da jetzt vorbei? I'm coming home, sweet home. I see your star, you left.
left it burning for me. Wir haben kein Leben. Mother, I'm here. Eyes open wide. Wir haben ein schönes Lied. Feel your heart and it's glowing. I'm welcome home, sweet home. I take your hand, now you'll never be lonely. Not when I'm home, sweet home. I see your star, you left it burning for me. Mother, I'm here. So. Oh oh. Was ist jetzt? Kid, kann ich aufstehen? Wir hauen den Splitter in das Monument hinein. Und one day that wall is gonna fall. Gonna build that city on a hill. Okay. Gonna build that city on a hill. Someday those tears are gonna spill. So build that wall and build it strong, 'cause we'll be there before too long. Gonna build that wall up to the sky. That wall until it's done. Gehen Sie erstmal alles ab nochmal. That wall until it's done. But now you've got nowhere to run. Oh, okay. So, damit haben wir jetzt beide Gespräche gehabt und ja, wir haben jetzt hier das Monument und wieder einmal müssen wir uns entscheiden, was wir machen wollen. Die Wiederherstellung, leite den Wiederherstellungsvorgang der Bastion ein. Achtung, dieser Vorgang stellt einen früheren Weltanstand wieder her und ist nicht rückgängig zu machen, nur nach Anweisung verwenden. Oder die Evakuierung, leite den Evakuierungsvorgang der Bastion ein. Achtung, bei diesem Vorgang werden die Kerngehäuse irreparabel beschädigt und der Wiederherstellungsvorgang deaktiviert.
Wieder eine, ja, wahre Entscheidung, aber die beiden Wooks, auf jeden Fall, und sie werden hier bleiben. Das haben sie schon klipp und klar gesagt. Und wir haben die Bastion jetzt mit wirklich viel Leid und viel Herzblut, sage ich mal, ja, versucht wieder zum Leben zu erwecken. Evakuierung kommt für mich direkt nicht in Frage, muss ich gestehen. Deswegen direkt die Wiederherstellung. Wir werden die Bastion retten. Und das tun wir jetzt. Das war jetzt doch schneller vorbei, als ich gedacht habe. Ich habe noch in der letzten Folge gesagt, mir wurde gesagt, dass es bald vorbei ist. Es ist vorbei. Wir haben Bastion durch, meine Lieben, und ich hätte es nicht gedacht. Eine kleine Folge fehlt ja leider. Die ist weggekommen. Ich weiß nicht, wo sie ist.
Ich muss gucken, vielleicht reiche ich die noch nach, wenn ich sie wieder finde. Wenn nicht, spiele ich vielleicht bis dorthin, um die trotzdem noch vollständigkeitshalber. Also ich glaube zumindest, dass eine fehlt. Ich bin mir da jetzt auch gar nicht so sicher. Ich werde nur mal gucken. Das ist jetzt vorbei. Wir haben was schon durch. Damit auch das zweite Projekt auf meinem Kanal, was durch ist. Neben Montagu's Mount jetzt auch Bastion fertig. Es erfüllt mich schon mit ein bisschen Stolz, ja. Wir haben jetzt schon zwei Projekte fertig und das ist schon mal richtig gut. Womit wir jetzt als nächstes starten werden, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe schon ein paar Sachen im Kopf, aber mal gucken, womit wir jetzt wirklich als nächstes starten. Komm mal, wir sind fertig. Hey, wir haben es geschafft. Bastion ist durch. Ein sehr schönes Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so, so gut ist, aber wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel und ich bin sehr froh, dass ich das Let's Played habe. Dass wir das gemeinsam zusammen gestritten haben. Sehr schön, sehr schön. Kompliment an Supergiant Games, da habt ihr wirklich ein super Spiel gemacht. Ich bin begeistert und ja. Ihr Lieben, Bastion ist fertig. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ging wirklich jetzt schneller, als ich gedacht hätte. Aber es war super. Es war wirklich ein klasse Spiel. Die Übungsstände, die haben wir jetzt eben ausgelassen. Aber ich glaube, die sind jetzt auch wirklich nicht so relevant für die Story. Wir sind auf jeden Fall durch und ich würde sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in einem nächsten Let's Play. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, dass ihr so treu wart und Bastion auch bis zum Ende durchgehalten habt. Und auch für alle weiteren Videos natürlich, die bei mir sind, bedanke ich mich, dass ihr die anschaut natürlich. Gut, Leute, wir hören und sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Let's Play und ich lasse euch jetzt mit dem letzten Credits hier noch allein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.